Wir präsentieren Ihnen heute zwei Viennale-Tipps. In Wien findet ja gerade das große Filmfestival statt. Ausgesucht, zwei Regisseure, die sage und schreibe 60 Jahre voneinander trennt. Der Chinese Bigan, er ist 29 Jahre alt, und der US-Dokumentarist Frederick Wiseman, 88 Jahre alt. Bigan zählt zu den Neuentdeckungen des Weltkinos. Alle seine Filme drehen sich um Dinge wie Traum und Wirklichkeit, Realität und Illusion. Alles verzahnt sich, wird uneindeutig. In seinem neuen Film, einem Neo-Noir, A Long Day's Journey into Night, erzählt er von einem Mann, der sich auf die Suche nach einer Frau macht, die er einst geliebt hat und die verschwunden ist. Es erinnert ein bisschen an Vertigo, nur Bigan setzt diese Geschichte auf sehr unkonventionelle Weise um. Im ersten Teil hat man nur mit fragmentarischen Bildern zu tun, die man quasi selbst wie Puzzlesteine zusammensetzen muss. Der zweite Teil ist aber dann der tatsächlich richtig verblüffende des Films. Es ist nämlich eine rund einstündige 3D-Sequenz, die noch dazu in einem einzigen Take mit, glaube ich, drei Kameraleuten gedreht worden ist. Und ins Innere des Protagonisten führt, in eine Art Traum voller mysteriöser Begegnungen mit verschiedensten Challenges. Ja, als der Film in Cannes dieses Jahr seine Premiere gefeiert hat, waren sich sehr viele Kritiker einig, es hier mit einem richtig großen Talent des Weltkinos zu tun zu haben. Insofern kann man diesen Film wirklich sehr, sehr stark empfehlen. Frederick Wiseman, eine Doku, The She-Legende aus den USA. Seine jüngste Arbeit heißt Monrovia, Indiana, spielt genau dort. Monrovia ist eine Kleinstadt in einem Flyover State, ein Trump Country, wie man es heute gerne nennt. Carrots? Yeah. Yeah, about 5 pounds. So you had some last night, the best carrots I ever ate. Was diesen Film auszeichnet, ist sozusagen genau das, was Wiseman, ich glaube, seit mittlerweile 40 Jahren nahezu perfektioniert hat. Er ist ein wahnsinnig präziser Beobachter. Er filmt die Menschen auf Augenhöhe. Er ist auch ein zugleich distanzierter, aber auch ungemein empathischer Filmemacher, finde ich. Er besucht diese Stadt, er besucht die Leute, er geht in die Läden, er besucht den Friedhof, er spricht mit Planungsstadträten, mit Architekten, mit Schulen. Und weil du vorher das Puzzle erwähnt hast, also man könnte auch sagen, es gibt bei Wiseman diese Art des dokumentarischen Puzzles, das heißt einfach durch eine langsame, stete Beobachtung so etwas wie ein Soziogramm zu erstellen, eine Art von seismografischer Arbeit, die er wunderbar beherrscht. Die in diesem Fall aber eigentlich relativ weiß ist, ne? Also er ist ja sonst doch ein Meister der Diversität. Absolut, ja. Es ist im Grunde auch ein untypischer Film, also zur Zeit läuft auch ein aktueller Film von ihm in den Kinos, der heißt Ex Libris. Mhm. Es geht um die New York Public Library, also ein Institutionenfilm, also eine Art Kino, die man mit Wiseman klassischerweise verbindet. Mhm. Und insofern ist Monrovia auch ein untypischer und besonders auch deshalb sehenswerter Film. Diet food, but I drink a lot of beer, help wash it down. Oh, okay.